Ja, es gibt noch viele Neuheiten bei KRRC. Ja. Und da können wir jetzt auch ein bisschen eintauchen in die Welt von Super Mario, weil auch bei der Nintendo Family bei KRRC hat sich einiges getan. Oh, da gehen wir jetzt mal hin und schauen mal. Ja, hier sehen wir, Super Mario ist eines unserer absoluten Highlights hier im Bereich von KRRC. Mario ist einer der beliebtesten Charaktere in der Nintendo-Familie und wir haben hier aus einem der Videogames eine Szene rausgenommen, wo der Mario mit einem Cape bzw. der Yoshi mit seinen Flügeln fliegen kann. Also da habt ihr jetzt wirklich nicht zu viel versprochen. Der kann tatsächlich fliegen. Für welche Altersklasse ist der fliegende Mario und der Yoshi denn gemacht? Sie sehen an meinem lächelnden Gesicht, da haben sogar erwachsene Nintendo-Fans Spaß. Ja. Und also für jung und alt. Für jung und alt. Ist nicht schwer zum Fliegen, ja. Man hat nur zwei Hebel. Er fliegt eigentlich immer geradeaus und durch die Rotationsbewegung lege ich dann die Richtung fest. Geht ganz einfach. Kann ich den auch draußen fliegen? Oder? Ja, bis zu einer gewissen Höhe kann ich ihn auch draußen fliegen, ist aber jedoch in erster Linie für Indoor gedacht. Aber auf der Terrasse oder am Balkon einmal eine kleine Flugrunde machen, das kann nicht schaden. Dann habe ich dabei hier meinen kleinen Controller. Und dann fliegt er ganz einfach wieder zu einem zurück. Genau. Toll. Es ist schon eine Art Drohne. Ja, es geht in die Richtung. Es ist eigentlich ein Mario-Mini-Hubschrauber. Ein Mario-Mini-Hubschrauber. Genau. Wobei wir sehr Acht gelegt haben darauf, dass man also die Hubschrauberblätter kaum sieht, dass wirklich der Eindruck entsteht, Mario fliegt durchs Wohnzimmer.